Ich würde jetzt die beiden Herren Dr. Jäger und Dr. Baumüller noch aufs Podium bitten. Es hat ja eigentlich die Podiumsdiskussion mittendrunter schon kurz begonnen gehabt. Ich möchte noch die beiden zusätzlichen Diskutanten jetzt vorstellen. Dr. Jäger, Leiter der Rechtssektion Sektion 1 im Ministerium, hat sein Rechtswissenschaften-Studium an der Uni Wien abgelegt, ist seit 1988 in der Rechtssektion des Ministeriums und seit 2010 Leiter dieser Rechtssektion. Und der Dr. Braumüller hat sein Studium in Graz abgelegt, war Lehrbeauftragter an der Uni Graz und ist seit 1996 Gesellschafter und Geschäftsführer von Kahn, Kronenberg und Partner, Rechtsanwälte in Graz. Der Themenbereich des Kriterienkatalogs ist ja schon etwas angerissen worden. Ich habe im Vorfeld den fünf Diskutanten ein paar Fragen gestellt oder ein paar Fragen zugesandt. Ich würde mir die Diskussion jetzt so vorstellen, dass wir einmal kurz alle fünf zu Wort kommen lassen, dass alle einmal ein, zwei, drei Minuten über manche dieser Fragen kurz Stellung nehmen, dass dann im Podium oder am Podium eine Diskussion zwischen den Diskutanten kurz abgehalten wird und wir dann eine allgemeine Fragerunde machen, die dann ebenfalls wieder am Podium diskutiert wird. Ich würde gleich beginnen mit dem Herrn Dr. Jäger. Wie gesagt, zwei, drei Minuten. Sie werden sicherlich nicht auf all diese Fragen eingehen können, die ich gestellt habe. Ein Großteil ist eh schon abgehandelt worden jetzt in den ersten Statements. Aber vielleicht Ihre Sichtweise zum Kriterienkatalog, Hemmschuh für die Kleinwasserkraft oder doch kein Problem. Bitte schön. Ja, meine sehr geschätzten Damen und Herren, nachdem ich vorher nicht hier anwesend sein konnte, gehe ich einmal davon aus, dass Sie schon relativ Konkretes auch über den Kriterienkatalog erfahren haben. Ich kann Ihnen zum einen die gute Nachricht bringen, es hat zu regnen aufgehört. Das heißt, also, Sie sollten dann Ihren Schirm wieder mitnehmen. Sie werden nicht durch den Regen erinnert werden, dass es notwendig ist, ihn mitzunehmen. Ich möchte mir deswegen oder möchte mich deswegen, nachdem ich glaube, dass schon sehr viel Konkretes gesagt wurde, auf ein paar allgemeine Worte zu Beginn beschränken. Der Kriterienkatalog ist, wenn Sie so wollen, der letzte Schritt in einer langen Reihe von sehr wichtigen wasserrechtspolitischen Schritten der letzten Jahre oder des letzten Jahrzehntes. Wenn ich hier so den Bogen spanne, so möchte ich so beginnen im Jahr 2000 mit der Wasserrahmenrichtlinie, möchte dann weiterkommen zur Wasserrechtsgesetzgebungswelle im Jahr 2003, die also vor allem das Ziel gehabt hat, also diese Wasserrahmenrichtlinie umzusetzen. 2009 dann der nächste große Meilenstein, der erste nationale Gewässerbewirtschaftungsplan, der flankiert wurde von den beiden Qualitätszielverordnungen, die Qualitätszielverordnung Ökologie Oberflächengewässer und die Qualitätszielverordnung Chemie Grundwasser. 2011 schließlich die jüngste Wasserrechtsgesetznovelle, die sehr wesentliche wasserrechtsgesetzliche Instrumente für die Umsetzung dieses NGB, des Nationalen Gewässerbewirtschaftungsplanes, gebracht hat. Schlagworte sind hier Maßnahmenprogramm nach § 33d, Sanierungsprogramm 33d und vor allem eine begründete Ausnahme vom Stand der Technik nach § 12a des Wasserrechtsgesetzes. Und wie gesagt, zuletzt 2012 dann, also zu Beginn dieses Jahres, wurde der Kriterienkatalog versandt. Sie haben sicher schon gehört, dass dieser Kriterienkatalog drei Prüffelder umfasst. Das sind ökologische Kriterien, das sind wasserkraftbezogene, wasserwirtschaftliche Kriterien, also energiewirtschaftliche Kriterien. Und die letzte Gruppe sind sonstige wasserwirtschaftliche Kriterien. Ich möchte auf diese Details natürlich nicht eingehen, sind zum Teil auch also keine juristischen Fragen im engeren Sinn, sondern sind sehr häufig dann fachliche, sachverständige Fragen, die diese einzelnen Kriterien zu beleuchten und zu beantworten haben.
Der Kriterienkatalog ist, wie gesagt, um ihn rechtlich einzuordnen, ein Erlass des Ministeriums als oberste Wasserrechtsbehörde an den Landeshauptmann, an den jeweiligen Landeshauptmann. Wasserrecht wird ja in der mittelbaren Bundesverwaltung vollzogen, deswegen ist hier der ausschließliche Adressat für derartige Erlässe des Ministeriums der Landeshauptmann. Ein Erlass, wie gesagt, hat eine Verbindlichkeit für die Behörde, hat allerdings keine Außenwirkung. Das heißt, es gilt nicht unmittelbar gegenüber den Normadressaten. Das unterscheidet den Erlass von der Verordnung. Sie können sich als Rechtsunterworfener unmittelbar selbst auf eine Verordnung berufen, Rechte, die darin statuiert sind, nicht jedoch auf einen Erlass. Erlässe könnte man auch übersetzen als generelle Weisungen, und daraus ergibt sich schon aus dem Begriff der Weisung, dass es hier nur eine behördeninterne Angelegenheit ist. Das sind Handlungsanleitungen, die von der Oberbehörde an die Unterbehörde eben gegeben werden. Und dieser Erlass ist eben sozusagen eine generelle Weisung, die so nicht gegeben wird für ein konkretes Verfahren, für einen konkreten bestimmten Sachverhalt, sondern horizontal drüber über eine Vielzahl von Fällen, nämlich, wie es in diesem Fall ist, für die Abarbeitung des öffentlichen Interesses in den verschiedenen wasserrechtlichen Verfahren. Es ist vorher angesprochen worden, dass es in mancher Hinsicht zur Vermengung von Rechtsmaterien kommen kann. Ich habe so bei den letzten Ausführungen oder in der Diskussion auch diese Argumente gehört. Wie sieht es denn mit dem Naturschutz aus? Ist es überhaupt zulässig, dass hier ein Kriterienkatalog, ein derartiger Erlass, derartige Materien miteinander vermengt? Dazu muss man einerseits sagen, dass der Erlass des Bundesministeriums, sprich der Kriterienkatalog des Bundes, ja in keiner Weise auf diese naturschutzrechtlichen Dinge eingeht, aber auch gar nicht eingehen kann, weil ihm diese Regelungsbefugnis im Hinblick auf diese Landesmaterien schon aus verfassungsrechtlichen Gründen ja verweigert ist. Dem Bund kommt ja hier also keine Gesetzgebungskompetenz zu, auch keine Vollzugskompetenz, und deswegen wäre es völlig unzulässig, wenn hier ein Bundesorgan für die Vollziehung von landesrechtlichen Vorschriften, wie es zum Beispiel naturschutzrechtliche Vorschriften sind, Vorgaben geben würde. Also ein klares Nein, der Bundeserlass kann hier keine Ausführungen treffen, aber ein klares Ja zu einem Koordinierungsbedarf auf Landesebene. Die Länder haben natürlich sehr wohl die Möglichkeit, in ihren Erlässen diese Materien zusammenzuführen und tun gut daran zu achten, dass es hier zu einem harmonischen Gesamtwerk kommt und nicht zueinander widersprechenden Einzelanordnungen. Wie gesagt, der Kriterienkatalog ist ein unverbindlicher, da muss man jetzt differenzieren, also der Kriterienkatalog als Erlass ist natürlich verbindlich für die Wasserrechtsbehörden, er kann jedoch gegenüber anderen Behörden eine unverbindliche Wirkung haben. So wird zum Beispiel das Wasserrecht ja nicht nur so von Wasserrechtsbehörden vollzogen. Ich denke hier zum Beispiel an das UVB-Verfahren, wo hier die UVB-Behörden das Wasserrecht anzuwenden haben. In diesen Fällen sind diese Behörden nicht an diesen Erlass gebunden, weil es sich ja hier nicht um Wasserrechtsbehörden handelt und das Ministerium natürlich keine Möglichkeit hat, Behörden, die nicht im Vollzugsbereich des Wasserrechtsgesetzes tätig sind, Anweisungen zu erteilen. Wie gesagt, dieser Kriterienkatalog ist, weil er doch sehr wichtig ist, auch was die Projektvorbereitung betrifft, im Internet kundgemacht worden. Es soll damit natürlich auch die Möglichkeit also gegeben sein, dass auch schon Projektanten ihr Projekt nach diesen Kriterien ausrichten und damit sozusagen die Chancen auch für eine Bewilligungsfähigkeit ihres Projektes dann zu erhöhen. Der Kriterienkatalog wird auch zunächst einmal beobachtet werden, wie er sich in der nun langsam anlaufenden Vollzugspraxis bewähren wird, und er wird dann schließlich im Rahmen des zweiten Nationalgewässerbewirtschaftungsplanes dann einer entsprechenden Evaluierung unterzogen. Ich glaube, somit möchte ich einmal mit meinen Ausführungen enden. Ja, danke. Kollege Wagner, bitte. Meine Damen und Herren, ich bin der einzige Nicht-Jurist hier oben und ich werde vielleicht ein paar Dinge dazu sagen, weil ich hier seit langer Zeit mit diesem Thema Kriterienkatalog auch befasst bin. Ich juble nach wie vor nicht über den Kriterienkatalog, war von Anfang an sehr skeptisch diesem Ding gegenüber.
muss feststellen, dass vieles der Dinge, die drinnen verpackt sind, durchaus die Möglichkeit haben, etwas zu interpretieren. Das mag zum einen etwas Gutes haben, aber auch die Möglichkeit beinhalten, natürlich Richtungen vorzugeben, die gar nicht so einfach sind. Und wenn man von der Praxis spricht, dann hat mich die Praxis dahingehend schon eingeholt, dass sie nicht einmal veröffentlicht war, nicht bei einem Verfahren war, wo ein Jurist zu mir gesagt hat, ab jetzt ist es mit der kleinen Wasserkraft aus. Weil da steht drinnen, alles, was kleiner, weniger wie 5 GWh erzeugt, ist eigentlich gar nicht vom Interesse und dergleichen. Ich möchte mit nur sagen, diese Interpretation wird eines der wesentlichen Aspekte werden. Wie geht man mit diesem Kriterienkatalog um? Ich bin und bleibe Skeptiker, weil ich glaube, dass man damit wieder ein Instrument geschaffen hat, das möglicherweise zu Missverständnissen führt. Ich bin der Meinung, dass das Wasserrechtsgesetz und der NGB und all diese, was wir schon haben, ausreichend gewesen wäre. Aber wir werden sehen, ob uns die Praxis etwas anderes zeigt. Ja, danke. Ihre Meinung zum Thema Kriterienkatalog? Ja, ich danke zum einen dem Herrn Sektionschef für die Klarstellung, die er getroffen hat, aber genau diese Klarstellung war es ja auch, die ich mit meinem Ansinnen eben verfolgt habe, dass es natürlich bei Verfahren, die abzuwickeln sind, insbesondere natürlich auch in UVB-Verfahren, zu einer integrativen Gesamtbeurteilung kommen muss und da sind unterschiedliche Aspekte von Bundesgesetzen und Landesgesetzen natürlich nur sehr hinderlich. Und aus diesem Grund wäre es natürlich sinnvoll, wenn es abgestimmt auf den Bundeskriterienkatalog natürlich auch eigene Landeskriterienkataloge gibt, die sich mit denselben Kriterien eben auseinandersetzen, wie beispielsweise im Naturschutz oder eben auch Raumordnung und dergleichen. Also vor diesem Hintergrund war das auch zu verstehen. Das öffentliche Interesse habe ich bereits als Beispiel angeführt, was mir wesentlich erscheint, dass da eine Vereinheitlichung stattzufinden haben wird, schlimmstenfalls auch mit einer legislativen Anpassung in den jeweiligen Landesgesetzen. Und ein zweiter Aspekt wäre unter Umständen auch noch der Begriff der besseren Umweltoption. Auch der differiert natürlich wesentlich von den Bestimmungen des UVPG, wo wir ja eine Alternativenprüfung drinnen haben, die aber noch relativ harmlos ist, formuliere ich es einmal vorsichtig, im Gegensatz wiederum zum Salzburger Naturschutzgesetz, wo wir eine zwingende Alternativenprüfung beinhaltet haben, wo also ein Vorhaben genau aus diesem Grund auch versagt werden kann, wenn diese Alternative eben aufzeigt, dass unter möglichst geringer Verletzung von Naturschutzinteressen einem anderen Vorhaben der Vorzug zu geben wäre. Also wie gesagt, Anpassungsbedarf besteht in beiden Richtungen und sowohl seitens der Betreiber, der Einschreiter, als auch natürlich seitens der vollziehenden Behörde wäre es sinnvoll, wenn da eine Vereinheitlichung der sogenannten Termini Technici im juristischen Bereich und auch im ökologischen Bereich abgestimmt und durchgeführt werden sollte. Ja, bitte, die weiteren Ausführungen, Sie haben ja schon sehr viel vorweggenommen von den Fragen, die ich ausgesandt habe. Ich darf eine Frage ein bisschen ausbauen und da geht es mir, weil einer der Fragenden das Wort Stau in den Verfahren angeführt hat. Für mich ist der Kriterienkatalog schon ein Beispiel dafür, dass diese Stufung in sehr planlich nachvollziehbaren Schritten erfolgt. Sie sehen das Grundlagendokument der NGB 2009, ist wie gesagt 2009 ergangen und 3 Jahre später nach den Ankündigungen und Vorgaben haben wir den Kriterienkatalog. Wir haben eine viel dramatischere Änderung jetzt im UVB-Gesetz mit Fristen, die wenige Tage sind, wo sozusagen von dieser langfristigen gestuften Planung überhaupt nichts zu sehen ist. Wir haben Effekte im Bereich der Ökostromförderung, die vom Wirtschaftsministerium ausgeht, die wahre Goldgräberstimmungen immer wieder auslöst und dann kommen unglaublich viele Projekte auf einmal, die innerhalb ganz bestimmter Fristen, die mit der Ökologie ganz sicher nichts zu tun haben, abzuarbeiten sein sollen und die auch sozusagen mit der Besetzung der Dienststellen bei den Behörden nichts zu tun haben, sondern da geht es einfach um kurzfristige Fördereffekte und dort fehlt die Abstimmung. Natürlich ist sozusagen Naturschutz und Raumordnung mit all diesen Berücksichtigungsmöglichkeiten, die wir haben, auch irgendwie einzubinden. Aber wenn ich ein
Katalog über 3 Jahre erarbeite, habe ich dazu noch gewisse Zeit. Aber was wirklich schädlich ist für die Verfahren und auch für die Verfahrenssicherheit, sind diese Kurzfristeffekte, wo dann sozusagen innerhalb weniger Tage halt bei den MW-Schwellen herumgedoktert wird im UVP-Gesetz. Und dem geht aber kein Diskussionsprozess voraus, sondern das muss ganz schnell gehen, ob das dafür, dass, weiß ich nicht, für den Flughafen Wien irgendeine Rechtslage repariert wird. Und im Förderrecht ist ähnlich, wo dann Effekte eintreten, die vom Gesetzgeber nicht vorhersehbar dazu führen, dass ein sogenannter Einspeisetarif kurzfristig einmal unter den Marktpreis fällt. Das sind Effekte, die sozusagen diese Fehlsteuerungen auslösen, und da können wir im Kriterienkatalog daran sozusagen gar nichts ändern. Der ist eh in einer beteiligungsintensiven Planungsprozess entstanden. Da sind mir solche Dokumente nur lieber, wo man sozusagen in der Entstehungsphase mitreden kann, als diese eher Überfallsgesetzgebung, die gerade im Bereich der erneuerbaren Energien ja immer wieder dazu führt, dass dann innerhalb ganz kurzer Frist so und so viel Wasserkraft- oder Windkraftanlagen gemacht werden müssen. Also da zeigt sich schon der Vorteil eines im Wasserrechtsregime vorhersehbar gestuften Regimes. Denken Sie an das Chaos mit den Biomasseverbrennungen, irgendwie erneuerbare Energien durch Holzverbrennen mitten im Wald und vielen in Konkurs gegangenen Anlagen. Dieser gestufte, langsame Planungsprozess hat vieles für sich. Und der allein ist zwar zum Teil kompliziert, und bis man die Kataloge zusammenführt, mag das schwierig sein, es bleibt aber eine konstante Linie und eine erkennbare Linie, und es sind eher diese anderen Fehlsteuerungseffekte, die dazu führen, dass man dann auf einmal innerhalb ganz kurzer Frist wahnsinnig viele Anträge da hat und man sozusagen nicht mehr weiß, wie man die abwickeln soll. Ja, danke. Als letzter noch der Herr Dr. Frau Müller, bitte ein paar Worte als Eingangsstatements, bevor wir dann vielleicht intern zu diskutieren anfangen. Vielen Dank für das Wort, sehr geehrte Damen und Herren. Ich habe Ihnen ein paar wenige Thesen zum Kriterienkatalog in Ihre Unterlage packen lassen. Zur Rechtsform ist schon sehr viel gesagt worden. Worauf es mir besonders ankommt, ist noch einmal hervorzuheben, der Herr Kollege Bergthal hat es früher schon angesprochen. An sich von seiner Hauptzielsetzung ist der Kriterienkatalog eine Gebrauchsanweisung für einen ganz bestimmten Sonderfall im Wasserrechtsgesetz, nämlich für den Fall, dass durch ein Projekt das Verschlechterungsverbot oder gegen das Verschlechterungsverbot verstoßen wird und unter welchen Voraussetzungen dann doch die wasserrechtliche Bewilligung erteilt werden kann. Natürlich, und das betont der Kriterienkatalog auch, kann er auch als Hilfsmittel, als Hilfestellung für, wie sie darin genannt werden, gewöhnliche Verfahren dienen. Und so gesehen ist auch für mich persönlich dieser Kriterienkatalog wiederum eine interessante Information zu vielen Sachthemen gewesen, die dem öffentlichen Interesse zuzurechnen sind. Ich kann sicher dem einen oder anderen Sachverständigen in Zukunft, trotzdem ich Jurist bin, noch ein bisschen mehr auf die Nerven gehen. Aber was man, glaube ich, schon sagen muss, ist, im gewöhnlichen Wasserrechtsverfahren, und ich gehe davon aus, dass doch immer noch die Vielzahl aller wasserrechtlichen Bewilligungsverfahren auch bei Kraftwerken gewöhnliche Verfahren sind, wie sie hier genannt werden. Und darauf möchte ich schon Sie alle zurückführen, da kommt es darauf an, dass öffentliche Interessen durch das zur Bewilligung anstehende Vorhaben nicht verletzt oder beeinträchtigt werden. Es ist also im Regelfall nicht erforderlich, dass ein Projekt öffentliche Interessen in irgendeiner Form oder qualifizierten Form befördert. Wenn Sie also öffentliche Interessen nicht verletzen und daneben, wie wir alle wissen, fremde Rechte nicht beeinträchtigen, dann haben Sie nach dem Wasserrechtsgesetz Anspruch auf Bewilligung Ihres Vorhabens. Nur in bestimmten Sonderfällen kommt es darauf an, dass mit Ihrem Projekt auch öffentliche Interessen gefördert oder besonders überwiegend sind. Das ist, wie wir wissen, im Zwangsrechtsverfahren der Fall, also dann, wenn Sie für Ihr Vorhaben ein Zwangsrecht in Anspruch nehmen wollen. Das ist in Fällen des Verstoßes gegen das Verschlechterungsverbot der Fall, wenn Sie also den Zustand der Gewässer um eine Klasse verschlechtern. Und wie wir auch wissen, können öffentliche Interessen im Widerstreitverfahren eine besondere Rolle spielen, aber grundsätzlich genügt es, wenn Sie öffentliche Interessen nicht verletzen.
Und wenn man sich auf das besinnt, dann wird das, glaube ich, auch nicht möglich sein, was nicht gewollt ist, aber wozu man doch in Versuchung geführt werden könnte, nämlich jemanden, der mit einer Projektidee kommt, den oder einen anderen Kriterienkatalog entgegenzuhalten und zu sagen, naja, aber besonders viel Pluspunkte kannst du hier nicht sammeln und daher überlegt er das lieber noch dreimal. Das, glaube ich, sollte nicht der Sinn des Kriterienkatalogs sein und ich hoffe und gehe davon aus, dass er auch in dem Sinn nicht missbraucht werden wird. Ein kurzes Resümee, wenn ich hier ziehen darf. Eine Stimme, würde ich sagen, die eher mit vielen Fragezeichen ist, vom Präsidenten Kleinwasserkraft. Er weiß noch nicht, was auf ihn zukommt, als Planer, als Betreiber und als Kleinwasserkraftvertreter. Die vier Rechtsmeinungen, die decken sich sehr stark, wo ich jetzt noch nicht als sechste Meinung dazu ganz klar durchsteige, ist, wird jetzt jedes Verfahren, auch das normale Verfahren, auf Basis dieser Kriterien abgehandelt werden in Zukunft oder haben wir wirklich nur die 104a-Verfahren und die Widerstreitverfahren eventuell? Das, glaube ich, ist nämlich der Punkt, der den Kollegen Wagner da ein bisschen irritiert, aber vielleicht, wenn es da ein paar Meinungen dazu gibt. Ja, wenn ich vielleicht beginnen darf, ich möchte vorerst allerdings noch also eine Aussage des Dr. Bergthaler aufgreifen, wo er also besonders erwähnt hat, dass dieser Kriterienkatalog einem sehr breiten Diskussionsprozess unterzogen wurde. Und ich glaube, das ist wirklich noch einmal in besonderer Weise zu betonen und hervorzustreichen, wenn Sie sich vor Augen führen, dass es sich, wie ich gesagt habe, bei diesem Kriterienkatalog ja um eine eigentlich technisch gesehen um eine rein verwaltungsinterne Anordnung handelt. Das heißt, es ist nicht selbstverständlich, dass interne Anordnungen, die also für den Normadressaten, für den Projektanten, für wen auch immer, für den Rechtsanwender keine unmittelbare rechtliche Wirkung hat, dass diese sozusagen einem so breiten Begutachtungsverfahren unterzogen werden, wie das im Regelfall ja nicht einmal, das ist auch erwähnt worden, bei manchen Gesetzen stattfindet. Und Ziel dieses breiten Prozesses war ja, dass man hier diese miteinander divergierenden Interessen von Anfang an einbindet, um eine möglichst sachgerechte Lösung für diesen Kriterienkatalog zu finden. Und deswegen kann ich ein wenig den Präsident Wagner beruhigen, dass dieser Kriterienkatalog ja, weil er gesagt hat, es hätte das Gesetz an sich gereicht, dass der Kriterienkatalog ja in keiner Weise am Gesetz vorbeigehen kann, dem Gesetz natürlich in keiner Weise widersprechen kann. Ziel und ausschließlicher Zweck war es ja, dass man einfach bestimmte Konkretisierungen des Gesetzes vornimmt im Rahmen des Gesetzes, die es eben der Behörde ermöglichen soll, mit bestimmten, unbestimmten Gesetzesbegriffen leichter umzugehen. Das heißt, was ist das öffentliche Interesse? Wie ist das öffentliche Interesse zu bewerten? Welche Kriterien sind dabei heranzuziehen? Wie ist die Interessenabwägung letztlich durchzuführen? Und damit bin ich vielleicht also bei der konkreten Frage des Professor Mader angelangt, wenn er fragt, in welchen Verfahrenstypen denn nun dieser Kriterienkatalog nun tatsächlich seine Wirkung, seine Geltung entfalten soll. Natürlich war der Anlassfall, dass ein Paragraph 104a-Verfahren, sprich die Ausnahme vom Verschlechterungsverbot, allerdings werden natürlich in diesem Erlass Aussagen getroffen, wie ist das öffentliche Interesse zu bewerten, wie ist das ökologische Interesse zu bewerten, wie ist das durch das Wasserrechtsgesetz geschützte öffentliche Interesse an der Wasserordnung zu bewerten. Und da natürlich auch in den unter Anführungszeichen normalen Wasserrechtsverfahren nach § 105 diese Fragen der öffentlichen Interessen von Bedeutung sind und diese Bewertungen durch die Behörde auch vorzunehmen sind. Natürlich kann ich mir auch in diesen Verfahren die entsprechenden passenden Formulierungen aus dem Erlass herausnehmen, um auch hier für die Bewertung der öffentlichen Interessen eine entsprechende Hilfestellung zu bieten. Vielleicht ein paar Worte dazu. Danke vielmals für diesen riesen Diskussionsprozess, er war wirklich sinnvoll und wertvoll. War wirklich eine gute Sache. Das muss aber nicht bedeuten, dass ich am Ende des Tages trotzdem nicht meine kritischen Anmerkungen dazu habe. Ich glaube, dass
wenn man den Kriterienkatalog auf das reduziert, was auch heute schon besprochen worden ist, auf die Anwendung des 104a Verschlechterungsverbot, hätte ich viel weniger Probleme. Ich habe nur leider bis jetzt festgestellt, dass man dieses Kriterium heranzieht, um alle Verfahren danach zu screenen und zu sagen, was mache ich damit und kommst du überhaupt in die Frage einer positiv gemeinten Vorprüfung. Das ist etwas, was ich nicht belegen kann, aber derzeit nicht auszuschließen ist. Und meine Sorge ist eben in Zukunft, dass man von einzelnen Kriterienkatalogen, Verordnungen und dergleichen Gesetzen Dinge herausnimmt, um eben noch weitere Hürden aufzubauen, nicht für die Verfahren nach 104a, sondern für Verfahren, die noch ganz normal abgewickelt werden. Das sind meine einzigen Bedenken. Zu dem Thema Schutz unserer sensiblen Gewässerstrecken, da kennen Sie meine Meinung, glaube ich, ganz gut, bin ich sehr wohl positiv gegenübergestellt, dass man da durchaus sensibel darüber nachdenken muss, was wir noch weiter nutzen und was nicht. Ich möchte aber nicht Kriterien haben, die mögliche Normalverfahren noch länger werden lassen, noch länger als ein Jahr dauern, um sie in eine Bewilligung einer Verhandlung zuzuführen. Das sind meine Sorgen damit. Stichwort Verlängerung der Verfahren kann man auch, glaube ich, ausweiten. Stichwort Vergrößerung oder Erhöhung des Umfanges von Projekten. Muss ein Projekt auf den Kriterienkatalog, auf die Einzelkriterien, auf die einzelnen Indikatoren überhaupt Bezug nehmen? Wenn ich mich wieder mal kurz vordrängen darf, also ich würde die Frage des Zeitablaufes, der Zeitintensität, der Verfahrensdauer hier also nicht nur als Kritikpunkt sehen. Ich würde nicht nur eine Gefahr sehen, dass durch diesen Kriterienkatalog die Verfahren also entsprechend länger dauern könnten. Ich glaube, hier ist der Kriterienkatalog auch als Chance zu begreifen, die Verfahren möglicherweise insofern zu beschleunigen, als nämlich schon der Projektant von vornherein weiß, worauf es bei dem Projekt ankommen wird, wo sozusagen die Behörde in besonderer Weise ihre Finger hinlegen wird. Das heißt, es dient dazu, auch eine Sensibilisierung der Projektanten für die sogenannten wunden Punkte zu erreichen. Das kann natürlich, je besser die Projektsunterlagen sind, nur zu einer schnelleren Bescheidfindung und damit zu kürzeren Verfahrensdauern führen. Das heißt, ich würde das hier doch nicht gering schätzen und hier den Kriterienkatalog ganz positiv auch als Chance begreifen, der dazu führen wird, dass die Verfahren möglicherweise standardisierter von den Behörden und damit rascher und effizienter abgewickelt werden können. Gibt es noch kurze Statements von den anderen Herrschaften, bevor wir dann in die Diskussionsrunde gehen? Ich würde bitten, dass wir die Mikros bereit machen, dass wir dann die Fragen aus dem Publikum gleich haben. Was meiner Meinung nach schon zu beobachten ist, ist natürlich eine stark inflationäre Entwicklung, was das Regelwerk betrifft in den letzten Jahren. Also man kommt also kaum mehr mit der Lektüre hinterher, abgesehen davon, dass die Dinge aus meiner Sicht halt schon sehr detailliert, sehr fachlich und sehr tiefgehend ausgearbeitet sind, was mir als Jurist die Arbeit besonders erschwert. Bei manchen Dingen kenne ich mich schlicht und einfach überhaupt nicht mehr aus, muss ich offen gestehen. Die Wasserrechtsjuristen haben es doch geschafft, die Dinge den Sachverständigen in die Hand zu geben und uns selbst also viel an Einfluss verloren, meiner Meinung nach. Was aber schon auch noch einmal zum Kriterienkatalog zu sagen ist, er verschiebt sicher viel an Arbeit in die Phase vor jeglicher Einreichung. Er wird sicher in manchen Projekten wahrscheinlich aus diesem Grund auch die Planungskosten erhöhen. Und bitte denken Sie auch daran, es gibt natürlich einen Paragraph 103 des Wasserrechtsgesetzes, der definiert, was Sie als Projektwerber der Behörde bieten müssen. Das ist wahrscheinlich viel weniger, als Sie sich vorstellen. Auf der anderen Seite hat sich nichts geändert. Kluge Projektwerber haben immer schon mehr geboten, als der Paragraph 103 ihnen auferlegt hat und haben damit der Behörde die Arbeit erleichtert. Das, was man heute mehr bieten muss, ist wahrscheinlich noch ein bisschen mehr als das, was man früher an mehr der Behörde zur Verfügung stellen musste. Ja, danke einstweilen. Ich würde jetzt um Fragen
die vielleicht auch wieder unter den Fingernägeln brennen, bitten, die dann gesammelt abgehandelt werden. Ich möchte gleich mit einer ersten Frage kurz beginnen. Ist ein Projekt unvollständig, wenn die Kriterien nicht behandelt sind im Projekt? Kann es deswegen zurückgewiesen werden? Bitte jetzt die weiteren Fragen. Caroline Angermann, Umweltbüro. Ich komme aus dem Planungssektor. Ich hätte eine Frage, und zwar kann man das jetzt überspitzt sagen, bis jetzt war so, wenn ein Bach mit sehr gutem ökologischen Zustand eingestuft worden ist, dann haben die Planer oder die Betreiber, potenzielle Betreiber, die Finger davon gelassen. Jetzt würde das heißen, haben einen sehr guten ökologischen Zustand, mit einem Kleinwasserkraftwerk würde das heißen, es wäre eine Verschlechterung des Zustandes. Jetzt nehmen wir den Kriterienkatalog her und checken das einmal durch. Und wenn es aussieht, dass es positiv ist, dann reichen wir da trotzdem ein Kraftwerksprojekt ein. Das ist jetzt einmal nur so polemisch formuliert. Ich hätte gern auf das eine Antwort. Bewilligung der Kleinwasserkraft im sehr guten Zustand über die Hintertür. Bitte weitere Fragen. Keine Fragen. Alles zufrieden mit dem, was hier intern besprochen wird? Dann würde ich gleich einmal um kurze Statements bitten dazu. Wer ja, kann also da? Also bitte den Paragraph 104a Wasserrechtsgesetz, den gibt es halt als gesetzliche Regel und auch in der Wasserrahmenrichtlinie ist das so vorgesehen, dass eine Bewilligung erteilt werden kann, auch wenn sie den Zustand des Gewässers um eine Zustandsklasse verändern. Heute oder bis zuletzt vor Erlassung dieses Kriterienkataloges und wohl auch vor Erlassung der Kataloge der Länder, die es gibt, hat man sich mit der Anwendung, mit dem Vollzug dieser Bestimmungen schlicht und einfach sehr schwer getan und wusste also wohl vor allem auf Behördenseite nicht ganz so genau, welche Kriterien in welcher Form zu gewichten sind. Das ist jetzt eine Hilfe dafür, aber an der Rechtslage hat sich dadurch sicher nichts geändert. Ich kann das nur unterstreichen. Wie gesagt, das ist schon erwähnt worden. Die Wasserrahmenrichtlinie selbst sieht diese Möglichkeit vor und es war somit in Entsprechung dieser europarechtlichen Vorschrift auch notwendig, hier das Wasserrechtsgesetz entsprechend anzupassen. Der Paragraph 104a ist sozusagen die Übersetzung dieser entsprechenden Bestimmung aus der Wasserrahmenrichtlinie. Vielleicht, weil Sie die Frage ein wenig polemisch zumindest also gemeint haben, dann darf ich vielleicht grundsätzlich erwidern, dass durch einen derartigen Erlass nichts eingeführt werden kann und schon gar nicht über die Hintertür also eingeführt werden kann, weil ja ein Erlass, ich habe es vorher versucht schon also zum Ausdruck zu bringen, ja keine Rechtsqualität hat. Das heißt, ein Erlass kann kein Gesetz ändern, das ist eine reine verwaltungsinterne Anordnung, wie das bestehende Gesetz zu vollziehen ist. Das heißt eine Vollzugsanweisung, allerdings keine Änderung im Normenbestand. Es kann also die Rechtslage dadurch also nicht verändert werden. Und von dieser Warte her ist also diese Frage eindeutig, ist Ihre Frage eindeutig mit Nein zu beantworten. Das heißt, die Kriterien in der Qualitätszielverordnung zum Beispiel in Bezug auf einen sehr guten Zustand stechen auf jeden Fall alles, was Kriterienkatalog ist, aus. Maximale Wasserentnahme zum Beispiel, dann würde ich ja verschlechtern vom sehr guten auf einen guten Zustand. Verschlechterungsverbot sticht da auf jeden Fall die Ambitionen, ein Kraftwerk im sehr guten Zustand zu errichten, aus. Man da sagt der Kriterienkatalog ja selbst, dass die Qualitätszielverordnung sozusagen der primäre Prüfmaßstab ist und er ergänzend dazutritt. Vielleicht muss man noch einmal dazu sagen, weil Sie ja die Frage gestellt haben, kann es sozusagen zur Zurückweisung von Anträgen kommen, wenn nicht alles abgearbeitet ist. Der Kriterienkatalog ist ein Beweisthemenkatalog einmal primär für die Behörde. Das heißt, er sagt nichts darüber aus, wer die Beibringungslast für die Informationen hat. Das wechselt. Es ist im Wasserrechtsgesetz weniger streng als im UVB-Gesetz, das ganz streng nach dem Verursacherprinzip dem Projektwerber alle Unterlagen aufträgt. Aber sehen Sie es einmal als Beweisthemenkatalog. Das ist nichts,
wo automatisch heißt, das muss der Antragsteller eines Kleinwasserkraftwerks automatisch beibringen. Das, so ist es nicht zu verstehen, sondern es ist eine Sammlung von Beweisthemen für den 104a, auch eine schöne methodische Anleitung, wie man vorzugehen hat, und für alle anderen Fälle eine Fundgrube. Eine Fundgrube, wenn es bei einem ganz bestimmten öffentlichen Interesse des 105er zwickt, wie ich das sozusagen vertiefend aufarbeiten kann. Er ist aus meiner Sicht, wenn ich sozusagen anschaue, was in letzter Zeit zum Wasserrechtsgesetz gekommen ist und da gleich den Kollegen Daumüller angreifen darf, wieder eines der Dokumente, das auch wir Juristen lesen können, im Unterschied zu manch anderem. Also er ist insoweit sozusagen als ein rascher Einstieg ins Thema für uns deutlich leichter lesbar als so manche Qualitätszielverordnung, die da ergangen ist. Aber natürlich, wie Sie das pointiert sagen, stechen dort die Verordnung. Also. Im Stufenbau der Rechtsordnung ganz klar strukturiert. Bitte, wir haben jetzt da noch eine Frage aus dem Publikum. Dritte Reihe. Also wenn ich den Kriterienkatalog jetzt richtig verstanden habe, ist ja ein großer Teil diese ökologischen Fragestellungen, sage ich mal. Dann habe ich auch noch verstanden, dass die Naturschutzbehörden ja Landesbehörden sind und Landesgesetzgebung unterliegen. Inwiefern, sage ich mal so, kann dann dieser Kriterienkatalog auf diese Landesbehörden Einfluss nehmen? Sprich, wenn ich jetzt diese ökologischen Kriterien meiner Ansicht nach erfülle, wie weit fühlt sich jetzt zum Beispiel eine Salzburger Naturschutzbehörde oder wer auch immer sozusagen da auch ein bisschen gebunden, dass ich dann alles richtig gemacht habe? Gibt es irgendwo so eine Übereinkunft zwischen den Ländern und dem Bund? Gute Frage. Das ist eine gute Frage, deswegen muss man auch sich die Antwort gut überlegen. Aus formaler Sicht ist, wie gesagt, das Problem völlig klar. Der Kriterienkatalog als ein Erlass der Wasserrechtsbehörde an die, nämlich des Ministeriums als Wasserrechtsbehörde, an die ihm, dem Ministerium, unterstellten Wasserrechtsbehörden gilt ausschließlich für die Vollziehung wasserrechtlicher Normen. Und es ist natürlich so, dass natürlich auch nicht nur im Rahmen des Naturschutzes, sondern auch im Rahmen des Wasserrechts ökologische Kriterien natürlich zu berücksichtigen sind, weil ja das Wasserrecht ja gerade den guten Zustand des Gewässers schützen möchte oder dort, wo er nicht vorhanden ist, herbeiführen möchte. Das heißt, es gibt hier auch wasserfachliche Kriterien, die man ganz unscharf unter dem Begriff der Ökologie unterstellen kann. Nicht kann der Katalog allerdings ökologische Kriterien im Sinne der naturschutzrechtlichen Bestimmungen definieren oder vorgeben, weil hier eine Vollzugsschiene vorhanden ist, die gar nicht in der Kompetenz des Ministeriums des Bundes liegt. Das heißt, es kann dieser Kriterienkatalog niemals eine entsprechende Handlungsanleitung geben für ein naturschutzrechtliches Verfahren. Dass sich gewisse Kriterien decken, dass also Dinge, die aus gewässerökologischer Sicht von Bedeutung sind, natürlich auch einen Naturschutzsachverständigen möglicherweise beeindrucken, das ist schon klar. Das heißt, es wird hier wohl entsprechende Schnittmengen geben, es wird hier also entsprechende Deckungen geben, aber aus formaler Sicht sind diese Dinge völlig zu trennen. Bitte. Man muss ja sagen, innerhalb der Bandbreite der österreichischen Naturschutzgesetze ist die Überschneidungsmenge unterschiedlich groß. Gerade das Salzburger Naturschutzgesetz hat zum Teil ganz andere Zugänge, was die Ausgleichsregelung betrifft, die deutlich über das hinausgehen, was der Kriterienkatalog zulässt. Das war eh eine Folie, wo ich dargestellt habe, dass der Kriterienkatalog das sozusagen bezieht auf Wasserkörper und Projektgebiet und Ausgleichsmaßnahmen irgendwo anders nicht hineinrechnen oder berücksichtigen lässt. In Ihrer Frage kommt es eh ganz gut zum Ausdruck, weil Sie gesagt haben, ist man nicht ein bisschen gebunden, ja, so genauso wenig wie man ein bisschen schwanger sein kann, ist sozusagen da die Bindung formalisiert. Eine Problematik sehe ich schon darin, dass man sozusagen da nicht mehr an Harmonisierung zustande bringt. Es wäre durchaus wünschenswert, wenn man sagt, auch wenn die Verfahren zum Teil nacheinander abgewickelt werden, wenn man anerkennt, das Wasserrechtsgesetz mit dem 105 ereignet sich als eine Art Leitverfahren, weil es so viele Aspekte bündelt. Also ich verstehe schon Ihren Wunsch, dass man sozusagen ein bisschen eine Bindungswirkung zustande berichtet. Die kompetenzrechtliche Lage steht dagegen. Aber gerade die Kriterienkataloge der Länder wären eigentlich da ein Einfallstor, wo die sagen könnten, na gut, in diesen Aspekten
finden wir aber, dass das gut abgehandelt ist im Kriterienkatalog des Bundes und für unsere eigenen Naturschutzgesetze übernehmen wir da Teile oder harmonisieren das. Ich sehe es bei den Naturschutzgesetzen derzeit nicht, ein paar sind in Novellierung, wie das oberösterreichische, aber dass man sozusagen da Einflussfaktoren aus dem, was in den letzten 3 Jahren im wasserrechtlichen Vollzug passiert ist, bei der Erstellung dieses Erlasses feststellen würde, nein, sondern dort geht es um konsequente Fortentwicklungen aus eigentlich wasserrechtsfremden Systemen mit ganz anderen Ergebnissen. Also das zu harmonisieren, wird für die Praxis die wesentlich wichtigere Aufgabe sein in den nächsten Jahren, dass man sozusagen diese Prüfstufen irgendwo unterbringt und für den Projektwerber das trotzdem als stringente Planungsunterlage bleibt, wo er so gesagt am Ende einer Vorprüfung hänge ich irgendwo in einem Gesetz und nicht nur Wasserrecht ja und Naturschutz vielleicht nein. Bevor der Dr. Baumüller jetzt noch kurz Stellung nimmt, eine kurze Nachfrage, Ausgleichsmaßnahmen im Wasserkörper oder im Detailwasserkörper, weil da unterscheidet es sich doch gleich einmal um viele Kilometer. Wie wird das gesehen? Ausgleichsmaßnahmen im Wasserkörper oder im Detailwasserkörper, weil die Detailwasserkörper ja teilweise auf einzelne Kilometer überbrauchen sind. Also die Formulierung ist nicht deutlicher als die, die ich vorgelesen habe. Das heißt, anderer Wasserkörper in einem anderen Projektgebiet. Das ist sozusagen einmal die äußere Grenze, wo man sagt, wenn es da draußen ist, ist mir das zu viel und das rechnet die nicht mehr hinein. Natürlich kann man innerhalb des Bereichs auch strenger sein und sagen, die Eingriffswirkung ist nicht ausreichend kompensiert, aber die äußere Grenze ist markiert. In dem Sinn, mit etwas, das sogar da draußen ist, braucht es uns nicht kommen. Bitte. Ja, vielleicht ein kurzer Nachtrag noch zum Naturschutz. Ich meine, eines ist selbstverständlich, der Kriterienkatalog und die wasserrechtliche Betrachtungsweise konzentriert sich auf die Gewässerökologie. Naturschutz, Sache des Landes, ist natürlich sehr viel weiter und beinhaltet Artenschutz weit über das Gewässer hinaus, aber auch Landschaftsschutz und Landschaftsbildschutz, das vielleicht nur als Anmerkung dazu. Alles Aspekte, die zwar im Wasserrecht aus Sicht der öffentlichen Interessen auch zu berücksichtigen sind, mehr oder weniger stark, aber die eben eine gesonderte landesrechtliche und landesbehördliche Beurteilung erfordern. Vielleicht zu den Ausgleichsmaßnahmen auch eine Bemerkung. Das Wasserrecht als solches sieht ja an, dass als Naturschutzgesetze Ausgleichsmaßnahmen in dem Sinn nicht vor. Aber sehr wohl kann natürlich eine Anführungszeichen Ausgleichsmaßnahme etwa im Widerstreitverfahren eine Rolle spielen. Ich glaube, in dem Zusammenhang wird das hier auch erwähnt. Im Widerstreitverfahren zwischen zwei geplanten Wasserbenutzungen ist es ja so, dass dem Projekt in einer Vorabentscheidung, wenn man so will, der Vorzug zu geben ist, das den öffentlichen Interessen besser dient. Und hier kann es natürlich den öffentlichen Interessen dienlich sein, wenn sie Anführungszeichen Ausgleichsmaßnahmen einplanen und zum Gegenstand ihres Projektes machen, also Querbauwerke beseitigen, anbinden bestimmter Gewässerstrecken an das Kontinuum und so weiter. Und da scheint mir der Kriterienkatalog noch diskussionswürdig, denn wenn ich eine bestimmte Maßnahme, die sich positiv auf die öffentlichen Interessen auswirkt, zu meinem Projekt mache, also zu meinem Vorhaben mache, dann ist es aus rechtlicher Sicht wahrscheinlich nicht von großer Bedeutung, wo diese Maßnahme stattfindet, denn die Widerstreitentscheidung, die ergehen soll über zwei Projekte, die inkludiert ja die Projekte insgesamt und das Siegerprojekt mit einem vielleicht auch geografisch fernliegenden, mit einer geografisch fernliegenden Ausgleichsmaßnahme trägt den Sieg in dem Widerstreitverfahren ja nur unter dieser Prämisse davon, dass diese Maßnahme auch gesetzt wird. So gesehen kann es vielleicht aus wasserrechtlicher Sicht, um da einen Konterpunkt zu setzen, auch ziemlich egal sein, wo sie gesetzt wird. Hauptsache, es befördert die öffentlichen Interessen. Aber geht es mit diesen Ausgleichsmaßnahmen nicht in Summe nur darum, die öffentliche Hand zu entlasten, weil ja jede dieser Maßnahmen eigentlich schon im NGB festgeschrieben ist mit dem Rechtsträger, der sie machen muss? In den vielen Widerstreitverfahren, die es inzwischen zumindest in meinem persönlichen Arbeitsbereich gibt,
Und als Staatsbürger andererseits bin ich jetzt nicht undankbar, dass es da Synergien gibt zwischen privaten Interessen von Widerstreitwerbern und den öffentlichen Interessen, die darin liegen, Querbauwerke zu beseitigen. Soll uns als Staatsbürger nichts Schlechteres passieren, dass das eben von jemandem freiwillig gemacht wird, solange er auch betriebswirtschaftlich in seiner Kalkulation diese Maßnahme unterbringt, habe ich nichts dagegen. Haben da mal genug. Vielleicht eine Anmerkung noch. Ja, bitte. Die zitierte Passage, da geht es jetzt nicht so sehr ums Widerstreitverfahren im Erlass, sondern um die Minderung der Auswirkungen im Sinn des 104a. Und dort muss man natürlich schon den Bezug sehen, sage ich mal, zum betroffenen Raum, zum Eingriffsraum. Es hilft mir dort, wenn ich beim 104a sozusagen die Eingriffswirkungen dimensionieren muss. Nichts, wenn ich irgendwo, weiß ich nicht, einen Wildtierkorridor 60 Kilometer entfernt für den Luchs habe, wenn ich im 104a sozusagen da wirklich bei der Auswirkungsbeurteilung und Dimensionierung bin. Und insoweit ist sozusagen da die methodische Einigung schon sachgerecht. Im Widerstreitverfahren ist das wieder ganz was anderes. Da würde ich Kollegen Baumüller durchaus zustimmen. Ja, vielen Dank. Gibt es noch eine brennende Frage, außer das Hungergefühl? Eine Bitte. Praxisfrage noch, eben aus Tiroler Sicht. Es gibt ja bei uns bereits den Kriterienkatalog von Tirol. Nicht? Wie wird das in der Praxis ablaufen? Habe ich jetzt zwei Kriterienkataloge, die parallel zueinander verlaufen? Beide Kriterienkataloge handeln ja Wasserrecht und Naturschutzrecht ab. Wie wird, ist das irgendwie harmonisiert oder wird das irgendwie dann wieder irgendwann zum späteren Zeitpunkt angeglichen? Ich glaube, es ist eh schon mehrfach gesagt worden, es gibt einen Kriterienkatalog des Bundes, der gilt nur für wasserrechtliche Verfahren, der kann nur für wasserrechtliche Verfahren gelten. Wir müssen einfach jetzt in dieser wasserrechtlichen Schiene denken. Das heißt, wenn das Land, der Landeshauptmann, korrekt gesprochen als Vollzugsbehörde, diesen Bundeserlass noch für seine wasserrechtlichen Verfahren konkretisieren, ergänzen, was auch immer möchte, der Landeshauptmann kann ja die ihm unterstellten Bezirksverwaltungsbehörden auch entsprechend anweisen, dann ist ihm natürlich hier durch den Bundeserlass ein Rahmen gesteckt. Das heißt, der Landeshauptmann darf nicht die Anweisung, die er vom Bundesminister erhalten hat, ignorieren oder abändern. Das heißt, hier ist eine Harmonisierung von vornherein jedenfalls sichergestellt. Wenn jetzt, und Kollege Rader hat es auch schon angesprochen, oder hat einen Appell gerichtet an die Notwendigkeit der Harmonisierung im Rahmen der Länder. Wenn der Landeshauptmann jetzt hergeht und sagt, ich nehme jetzt diesen Erlass des Ministeriums, den Wasserrechtserlass zum Anlass, hier gleichzeitig auch naturschutzrechtliche Angelegenheiten im Erlassweg zu regeln, dann wird es natürlich gescheit sein und das wird also einfach diese Herausforderung sein, hier eine entsprechende Harmonisierung zumindest insoweit herbeizuführen, als nicht im Erlass für das Wasserrechtsverfahren A gefordert und schließlich für das naturschutzrechtliche Verfahren im Naturschutzverfahren B gefordert wird. Das heißt, es soll hier auf jeden Fall sichergestellt werden, dass hier, wenn schon eine Behörde, zum Beispiel die BH kann ja Wasserrechts- und Naturschutzbehörde sein, auch der Landeshauptmann, nicht der Landeshauptmann, die Landesregierung kann es nur sein, dass hier die Behörde, wenn sie beide Materien zu vollziehen hat, natürlich das Bestreben haben muss, diese Dinge zu harmonisieren. Vielleicht ergänzende Aussage dazu, soweit mir bekannt ist, ist der Kriterienkatalog Tirol ein allumfassender Kriterienkatalog. Das heißt, der umfasst ja nicht nur den 104 im Wesentlichen, sondern der umfasst eine gesamte Planungsphase. Man will ja dahingehend ja vor der Planung sagen, schau dir die Kriterien an, wenn du die nicht erfüllen kannst, brauchst du gar nicht einreichen. Das heißt, eigentlich sind es für mich teilweise unterschiedliche Papiere, die in gewissen Bereichen Ähnlichkeiten besitzen, aber noch nicht wirklich gleiche Themen im Grundsatz behandeln. Oder in dem Detail behandeln eigentlich, grundsätzlich schon, aber im Detail behandeln. Ja, vielen Dank für die Beiträge, vielen Dank für die Diskussion. Ich erlaube mir eine kurze Zusammenfassung. Wie wir es gehört haben, der Teufel wird im Detail der Umsetzung liegen. Wir werden sehen, was der Kriterienkatalog bringt. Ob er Rückenwind oder Stolperstein für die Kleinwasserkraft wird,
das wurde in beiden Fällen eigentlich eher verneint. Also wir werden weder noch finden. Was wir zu erhoffen haben, ist der klare Vorteil über die kürzeren Verfahren, über die klare Definition von Kriterien, von Indikatoren, einen transparenteren Interessensabwägungsprozess, insbesondere für den § 105, die öffentlichen Interessen. Wir haben nicht zu befürchten, soweit ich das mitbekommen habe, dass unsere Projekte zurückgewiesen werden, weil sie unvollständig sind. Wenn wir nicht auf die Kriterien eingehen, spielen wir den Ball zurück in diesem Fall. Die Behörde kann ja auch die Kriterien dann letztendlich abdecken, soweit ich das verstanden habe. Und zu guter Letzt wartet auf alle Wasserkraftinteressierten dann noch die Herausforderung, nennen wir es Herausforderung des Naturschutzverfahrens. Alle Punkte des Naturschutzverfahrens werden, wie gesagt, im Kriterienkatalog hier überhaupt nicht gesteift und nicht bearbeitet, außer im Tiroler Kriterienkatalog. Vielen Dank für die Teilnahme an der Vormittagssession, vielen Dank für die Diskussionsbeiträge. Wir haben jetzt eine Mittagspause, die wir etwas verkürzt haben, bis 13.15 Uhr. Ich ersuche Sie trotzdem pünktlich zur Nachmittagssession zum Block 2 zu den ökologischen Rahmenbedingungen zu kommen. Vielen Dank.